Renntag in Grünau. Der Landeskanuverband hatte zur Berliner Meisterschaft an der Traditionsstrecke gerufen und rund 300 aktive Kanuten waren gekommen. Bei bestem Wetter ging es für Sportler aller Altersklassen am Sonntag in die entscheidenden Finalläufe auf der 500-Meter-Strecke. Für die hatten sich auch Anni, Jule, Charlie und Lotti vom Köpenicker Kanusportclub, kurz KKC, viel vorgenommen. In den Einzelrennen lief es vorerst allerdings noch nicht so rund, zumindest für Jule und Anni. Doch mit dem Viererrennen stand das Highlight des Tages ja noch aus. Wir würden schon gerne eine Medaille erreichen. Aber ich glaube, das schaffen wir auch, weil wir sind eins der besten Boote von unserem Jahrgang. Einer, der auf Landesebene kaum noch echte Konkurrenz in seinem Jahrgang findet, ist dagegen der 17-jährige Sportschüler Finn Jopek. Der kleine Bruder von Unionsspieler Björn Jopek ging den Wettkampf dennoch professionell an. Und fuhr das Rennen über die 500-Meter-Distanz dann auch souverän nach Hause. Stichwort nach Hause, wie sieht's bei Familie Jopek eigentlich intern aus? Konkurrenz zum großen Bruder mit dem Profi-Fußballvertrag? Ach, ich wollte nie Fußball spielen. Ich habe Fußball früher mal kurz gespielt und es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und dann bin ich zum Kanu gekommen und ich war eigentlich auch nie neidisch. Es hat mir einfach der Spaß war es eigentlich, der Spaßfaktor, der mich hierher gebracht hat und mich auch bleiben lässt. Und Geld, okay, das ist eine Sache, aber Geld ist ja nicht die Welt und macht ja auch nicht glücklich. Reife Worte von einem so jungen Sportler. Und was machten unsere Mädchen vom KKC? Beim Viererrennen wollten sie der Konkurrenz ja zeigen, was sie können. Und das taten sie dann auch. Zunächst setzte sich allerdings der Vierer vom Lokalmatador SCB Grünau im blauen Boot auf Bahn 1 an die Spitze. Nach 300 Metern hatten sich die KKC-Mädchen dann aber in Front gebracht. Und auch wenn die Grünauer es am Ende nochmal richtig spannend machten, hielt der Vorsprung bis ins Ziel. Besonders für die jüngeren Mädchen des Quartetts eine echte Energieleistung. Und unsere Trainerin sagen auch immer, wenn wir locker vorne liegen, sollen wir keinen Endspurt machen, aber diesmal mussten wir einen sehr dollen Endspurt machen. Die nächste Herausforderung steht bereits im Juli an. Dann sind Ostdeutsche Meisterschaften in Brandenburg an der Havel.